Auf der Bahn 0 sehen wir von der SG Neukölln-Berlin die fünfte im Jahrgang 96 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften Janine Roggenbuck. Auf der Bahn 1 in Lane 1 from Berum Swimmerne Clara Farkas. Auf der Bahn 2 in Lane 2 from der SG Neukölln-Berlin Lisa Graf. Auf der Bahn 3 in Lane 3 from East Lothian Swim Team Rachel Mates. Auf der Bahn 4, in Lane 4 from Helsingborg Simsales Cup, sechste der Union Europameisterschaften in sixth place at the European Junior Championships, Luise Hansson. Auf der Bahn 5, in Lane 5 from KSK Denmark, sie war dritte bei den Union Europameisterschaften, winner of the bronze medal at the European Junior Championships, Christina Munkholm. Auf der Bahn 6 vom SSC Berlin-Reinickendorf, siebte der deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Nancy Schuchert. Auf der Bahn 7 vom SV Würzburg, Daniela Wachtel. Auf der Bahn 8 sehen wir vom Charlottenburger DSV Nixe, die deutsche Jahrgangsmeisterin über die 100 und die 200 Meter, Cosima Kleine. Und auf der Bahn 9 in Lane 9 from PSV Eindhoven, Lisa Dresens. Tja, im Vorlauf hatte keine der Damen die 1-Minute-Grenze knacken können. Das ist allerdings auch schon ein ganz schön gutes Stück Holz. Das schnellste Zeit hier von der Luise Hansson. Auf der Bahn 4 hier schwimmend 1:00.54. Der ISM-Rekord wird von einer Norwegerin gehalten, von der Ingvild Sneldal, 59:13 im letzten Jahr hier aufgestellt. Klare Angelegenheit hier für Luise Hansson von Helsingborg Simsales Cup. Auf der Bahn 4 schlägt er als Erste an mit einer Bombenzeit hier. 58,62 Sekunden. Congratulations to a very, very good time. 58.62 seconds, which is a new meeting record for the ISM. Congratulations. Und dann geht es weiter mit den 100 Meter Schmetterling der Männer. Zunächst das Jugendfinale. Please welcome the swimmers for the youth final 100 Butterfly Men.